Hallo zusammen, hier ist wieder Euchelan und wieder für euch in Dragonflight unterwegs und heute wieder so ein kleines Video aus der Videoreihe Waste of Money World of Warcraft Edition präsentieren. Und dazu bin ich einmal auf meinem Main und diesmal wollen wir wieder ein bisschen was im AHA kaufen, ein bisschen Gold rauswasten, beziehungsweise ich habe schon ein oder anderes Item gekauft und das will ich euch mal zeigen. Ich habe zwei graue Sachen gekauft, einmal für 10k, zerbrochener Königsverteidiger, das ist ein graues Item aus Karasan und noch ein graues Item aus Karasan, was ich für 9k gekauft habe, so Schuhe, die gehen jetzt hier gar nicht rein, ausgetretene Stiefel des Scheusaltöters heißen die. Und dann habe ich auf irgendeinem Server, ich weiß gar nicht mehr, war das, ich meine auf Kassel war das, habe ich ein removedes Item gefunden und zwar genau für 200k, das ist ja so die Grenze. Ich glaube, das war sogar irgendwas, was ursprünglich mal ein Schneider herstellen konnte. Das Problem ist, ich habe anscheinend die Items aus der Liste rausgeschmissen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt. Aber es war auf jeden Fall ein removedes und ja, deswegen habe ich es mir für die 200k gekauft. Heißt, wir haben bis jetzt ausgegeben 219.000. Und ja, jetzt würde ich sagen, guck mal, was wir hier noch so immer zu uns ausfinden. Gescannt habe ich schon mal. Und wenn wir hier gucken, sind zwei Items hier auf Blackmoor drin, die interessant wären. Einmal haben wir hier ein Item aus dem Gewölbe der Inkarnation für 30k, ein Stoff-Item, das werden wir uns einmal kaufen. Und dann haben wir noch für 35k noch ein Stoff-Item. Und zwar ist es jetzt aus Abarus und das kaufen wir uns auch. Und die beiden Dinger, die schicke ich jetzt einmal rüber, und zwar auf meinen Hexer. Und dann gucken wir gleich mal, ob wir im, ja, im Vault auch noch was damit machen. Nicht im Vault, sage ich hier, im Katalysator. Ob wir da noch ein bisschen mehr Timok rausholen können. Also Mentior heißt der mittlerweile. Ich muss den ja umbenennen, ne? Als ich den hierher getranzt habe. So, okay, dann logge ich mal um. So, dala, ich habe mal umgeloggt und die Items schon einmal aus der Post rausgenommen. Und die werden wir jetzt mal gucken, ob wir so einen Katalysator reinpacken können. Bevor wir das machen, müssen wir sie natürlich einmal anlegen. Heißt, also das hier, das werden wir wahrscheinlich dann gleich wieder weghauen, weil, ja, das werden wir sonst nicht mehr weiter brauchen. Und die Schultern, die legen wir auch noch an. Ah, es tut schon fast ein bisschen weh, weil ich da noch, da schon welche quasi abgegradet hatte, ne, auf 424. Ist aber nicht so wild. Wir brauchen die ja hauptsächlich wegen dem T-Mock. So, jetzt gucke ich mal, was ich da upgraden kann, beziehungsweise zu was wir es umwandeln können. Ah, schau mal, ich habe hier auch schon ein Item. Was ich mir anscheinend letztes Mal gekauft habe. Aber theoretisch können wir jetzt die Schultern nehmen und sie umwandeln in HC-Gear. Und die anderen Schultern, und was kann ich die umwandeln? Die kann ich in Normal umwandeln. Ah, okay, na ja, gut. Ich habe auch noch einen Kopf, den kann ich auch in NHC umwandeln. Und die Ding hier, die kann ich auch in HC umwandeln. Nee, das ist sogar mythisch, oder? Warum kann ich die in Mythik umwandeln? Weird. Ja gut, egal. Wir nehmen jetzt mal die Schultern, wandeln die schon mal um. Die können wir dann auch gleich anlegen, hätte ich gesagt. Da gibt es nämlich noch einen T-Mock oben drauf und ja, ich muss mal gucken, über diese Items, die ich quasi kaufen kann, beziehungsweise einen Führerangriff, kann man, denke ich mal, das ein oder andere dann an T-Mock noch mitnehmen. Komm, die legen wir gleich mal an und ja, dann würde ich sagen, schauen wir gleich mal weiter. So, wunderla, ich habe die beiden jetzt schon mal eingetragen, also das für 30 und 35k. Jetzt sind wir bei 284.000, warte, ich zeig's nochmal hier. Und jetzt bin ich auch schon mal weiter gelockt hier auf Kazakh. Und hier habe ich nochmal zwei Sachen gesehen, die interessant sind. Erstmal habe ich hier ein Item aus dem Mausoleum, aus dem NHC für 50k. Das ist ja, wie ob die Leute wissen würden, dass das mein Maximumpreis oder mein, ja, Maximumpreis für quasi non-removed Items ist. Das würde ich sagen, oh nein, das war sogar bei 50.000 und ein paar Silber. Eigentlich haben wir es zu teuer gekauft. Eigentlich haben wir gesagt 50.000, ne? Das waren jetzt 62 Silber drüber, aber ist okay. Ist okay. Also das ist jetzt ein Stoff-Item. Ah ne, es ist aus Mythic, nicht aus Normal, hier C-Käse. Aus Mythic ist es. Oh halt, da war noch ein Item drin, was ich holen wollte. Und zwar, was war das andere? Genau, ich habe hier das graue Item gesehen. Ihr seht, das ist Removed. Das gab es anscheinend irgendwann mal in Ferallas, I don't know. Und das würde ich tatsächlich kaufen, auch genau 200k. Gut, die Silber lassen wir jetzt außen vor. Die Removeden kaufe ich ja bis 200k, das würde ich auch kaufen. Und dann würde ich sagen, tragen wir die schon mal in die Tabelle ein, beziehungsweise schicken die dann gleich mal weiter. Jetzt ziehe ich das bloß rüber, dass wir es schön eintragen können. Also, wir haben einmal die Schultern. Die Silber lasse ich jetzt raus für 50k.
Und die Hose für 200k und das war ein Removedes, ne? Grau war das und das andere war aus dem Mauso Mythic. Okay, dass ich bloß nur weiß, wo ich die Sachen quasi her habe. Gut, und die schicken wir jetzt rüber zu einem Char, wo ich sie dann auch lernen kann. Ich habe da den Täler Stoff, auch hier auf Kazak. Den haben wir hier gleich schon auf dem zweiten Account eingeloggt. Da stellen wir jetzt einmal einen Postkasten auf. Und dann können wir mal gucken. Also erstmal das Stoffteil. Und dann hier noch das Mythic-Teil. Und jetzt stehe ich hier gerade schon richtig. Und zwar können wir an dem Katalysator das Ding umwandeln. Aber jetzt habe ich wahrscheinlich nicht genug Währung. Heißt, das muss ich mir jetzt gleich nochmal rüberschicken. Und dann können wir das quasi auch noch ein bisschen abändern. Da muss ich mal schauen. Ich meine, auf dem Main könnte ich da einmal rüberloggen und mir das mal holen. Dann können wir das nämlich nur umwandeln in quasi ein Set-Teil. Jetzt schaue ich bloß, ja, loggen wir da einmal rüber. Gut, derweil würde ich sagen, während wir da umloggen, habe ich auch nochmal auf dem anderen Server gescannt. Und zwar, wo haben wir es? Hier. Das ist, glaube ich, auf Raven's Crest. Haben wir auch ein bisschen Gold besorgt, wie ihr seht. Und ja, wenn wir jetzt hier mal so ein bisschen grob durchschauen, ist eigentlich nur ein Item drin, was interessant ist. Und zwar ist es das hier, das Stiefel des Wildtänzers. Und dieses Item ist nicht removed und kostet hier 230k. Jetzt würde ich eigentlich sagen, non-removed Items kaufe ich nur bis 200k. Für die Art Item würde ich eine Ausnahme machen. Es sind, glaube ich, irgendwie 6, 7, 8, 9, 10 Items oder so. Wahrscheinlich um die 10 Items, ich weiß jetzt nicht genau. Die, ja, extrem selten sind. Und zwar sind es Classic Drops aus bestimmten Dungeons, die halt eine 0,0 irgendwas Prozent Chance haben und die teilweise, obwohl man die im Spiel noch kriegen kann, in der ganzen EU nur eine Handvoll mal drin sind, meistens für einige Millionen Beträge. Und genau so eins ist es. Das ist quasi so ein random Zonendrop hier in untere Schwarzfelsspitze. Und ja, ihr seht, regionaler Marktwert ist im Normalfall hier 3,7 Millionen. Hier ist es für 230k drin und tatsächlich für diese Items mache ich eine Ausnahme, für die Handvoll Items. Und das hier würde ich sagen, kaufen wir uns mal. Und dann gucken wir mal, der Rest ist uninteressant, das sind ganz normale Sachen hier. Jetzt holen wir uns das mal raus. Und dann trage ich das auch gleich einmal ein. Eine Liste, also was haben wir jetzt gesagt? 230.000. So, jetzt warten wir das mal rüber, derweil muss ich mal schnell schauen, wie kommen wir am fixesten hin? Wahrscheinlich über einen Port, ne? ich muss nämlich jetzt hier nochmal so ein Stuff holen. Den Port nehmen wir. Gut, und dann würde ich sagen, tragen wir das auch gleich erstmal aus meiner Liste aus. Und zwar, wo habe ich's? T-Mock. Das einmal rausschmeißen. Da lauter Lücken drin in meiner Liste. Ah, okay. Nevermind. Da unten. Ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay, also seht ihr, das sind nämlich diese Items, die ich noch brauche aus Classic. Numerigan, UBS, ne? Kloster. Dann Uldaman ist noch was dabei. Da sind es relativ. Sind es noch einige. 5 Items sind es. Da sind es doch mehr, ne? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Items sind sogar noch. Okay, hatte ich mich vertan. Das sind sogar über 10. Wobei, wenn wir das jetzt rausschmeißen, dann sind es tatsächlich nur noch 10 Stück. Das zum einen. Und dann können wir die anderen Sachen vielleicht auch gleich schon mal rauskicken, die ich da noch habe. Jetzt fliegen wir da schon mal rüber. Da können wir nämlich das Zeug umtauschen. Mit Main habe ich nämlich da noch einiges. Und dann können wir mal kurz gucken. Also was hatten wir noch? Wir hatten ja das Removed Graue gekauft. Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher, ob ich das überhaupt in der Liste habe. Ah nein, das habe ich gar nicht drin gehabt. Ich habe nämlich die grauen Sachen hier unten, wie ihr seht, habe ich die. Das sind nur eine Handvoll tatsächlich. Aber das hatte ich noch gar nicht eingetragen gehabt. Okay, interessant. Und das jetzt hier aus quasi dem Mausoleum, das müsste ich aber drin haben, weil die habe ich mir alle eingetragen. Genau, hier haben wir es. Das war aus dem Mausoleum Mythic, heißt, das schmeißen wir einmal raus. Und hier machen wir eine 1 rein. Und dann sind es da wieder weniger Items. Ja, jetzt fehlen mir nur noch 41 quasi
bis einschließlich Shadowlands, die neuen Sachen aus Dragonflight, die Raid-Drops, die habe ich jetzt hier noch nicht drin, die trage ich demnächst mal ein. Sage ich zwar schon seit einer Weile, aber naja. Gut, das, mit der Liste ist halt auch immer so ein bisschen eine Sache, ne? Da track ich halt, was ich auf allen Servern suche. Und die quasi Level 70er Items, die bringen mir ja nichts auf irgendeinem englischen Ream, weil da habe ich kein Char, wo ich es lernen kann. Ne? Die Testchars, die man sich erstellen kann, gehen ja maximal auf Stufe 60. Und ja, deswegen bringt es mir auch wenig. So, jetzt kaufen wir uns hier das Säckchen. Dann schicken wir das einmal Tela-Stoff-Kassack rüber. Das müsste der richtige Char sein. Ich weiß schon mal nichts, wo haben wir es? Nee, nee. Ah, hier haben wir den richtigen. Muss ein bisschen skippen das Ganze. So, okay. Also, hier haben wir das Ding. Dann können wir das jetzt einsetzen. Jetzt müssten wir das umwandeln können. Genau, da gibt es nämlich dann auch nochmal ein neues Temok raus. Kann ich, also, Priester werde ich jetzt nicht sonderlich viel haben. Obwohl, schon zwei Teile vom Mythic-Set, ne? Naja, so langsam. Immer mal wieder was gekauft hier und da geht das dann nach oben. Gut, so viel dazu. Dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter, was ich jetzt noch offen habe. Aktuell haben wir jetzt ausgegeben 764.000, also doch schon mal ein Stückchen. Und mal gucken, vielleicht finden wir noch das ein oder andere. Dann bin ich jetzt weiter gelockt auf Alakir. Hier habe ich mir noch einen Char erstellt. Und zwar habe ich jetzt hier ein relativ günstiges Item aus dem Ewigen Palast gefunden, hier für 20k. Das werden wir uns auch einmal kaufen. So wie das aussieht, ist das aus dem Non-HC, oder? Muss ich da nochmal gucken. Und die anderen Sachen... Ja gut, das sind alles Level 70er Gedönse, also das werden wir uns schon mal nicht kaufen. Heißt, dann schauen wir jetzt nochmal hier rein. Also das ist einmal... Genau. Nee, das ist sogar hier nicht aus dem NHC, sondern aus dem LFR. Dann muss ich jetzt gleich mal gucken, dass ich mir noch einen Char erstelle, um das zu lernen. Aber erstmal tragen wir es noch in die Liste ein. Also hier, das war für 20k. Und dann müssen wir es hier auch noch rausschmeißen. Ich glaube, da habe ich eh nicht mal sonderlich viele Teile gebraucht. Eternal Palace. Moment, wo waren wir jetzt? Hier. Ja, genau. Das war das eine Item hier im LFR. Und dann brauche ich nur noch eins im HC. Ne? Dann sind wir auch tatsächlich tutti completi durch hier. Mit zumindest Eternal Palace. Also das können wir schon mal rausschmeißen. Okay, dann machen wir das mal zu. Und dann würde ich sagen, erstelle ich mir jetzt noch einen Char und lerne das und dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. So, da jetzt bin ich noch weitergelockt hier auf Terrence Mill. Und da habe ich auch noch was Schönes gefunden. Also ich würde auch gerne das hier kaufen, aber... Also 25k, ne? Das Item hier aus dem Gewölbe, aber das ist leider Stufe 70. Und hier habe ich blöderweise keine Chars, aber das andere Item, was hier noch drin ist, ist auch relativ nice. Und zwar haben wir hier ein graues, das ist jetzt zwar nicht removed, ist hier aus Rückkehr von Karasan, quasi aus dem Karasan aus Legion, kostet 50k und ich würde sagen, das kaufen wir uns doch einmal. Und ja, ich habe mir jetzt schon auf dem zweiten Account einen Char erstellt, jetzt kopieren wir das mal kurz raus. Ich habe auch geguckt, ich hatte das tatsächlich noch nicht in der Liste gehabt, also das weiß ich nicht, war quasi noch unter meinem Radar. Nichtsdestotrotz lernen wir das jetzt einmal. Lela Leder. Das müsste der richtige Char sein. Das schicken wir jetzt rüber. Können wir mal, ob wir das hier irgendwo rausnehmen können. Na, warte mal, da hinten ist, glaube ich, ein Briefkasten. Können wir das nämlich gleich lernen. Und ja, dann tragen wir das nur in die Liste ein. Und dann sind wir für heute zumindest schon mal durch. Da muss ich die Tage dann quasi nochmal gucken, ob ich noch irgendwo ein paar Mock-Sachen finde. Also, das tragen wir jetzt hier noch ein. Das Item 50k und ja, damit sind wir dann erstmal durch. Und ja, jetzt gucke ich mal die Tage noch, ob ich auch noch ein paar mehr Sachen finde, dass wir die Millionen noch voll machen. So, dala, jetzt ein paar Tage später habe ich nochmal auf Blackmoor was gefunden. Und zwar hier einmal aus dem aktuellen Raid haben wir einmal ein Platten-Item für 40k. Ich würde sagen, das kaufen wir uns. Müsste hier aus dem Heroischen sein. Heißt, da kann ich dann auch nochmal in den Katalysator das Ganze packen und ein bisschen T-Mock, also Doppel-T-Mock quasi mitnehmen. Jetzt nehmen wir das mal raus hier und tragen das auch in die Liste ein. Und ich kann euch übrigens auch was gleich dann zeigen. Ich habe nämlich meine Liste letztens ein bisschen geupdatet. Also das machen wir jetzt mal 40k. Und dann, wo haben wir es? Hier kann ich es mal zeigen. Ich habe jetzt mal die ganzen Sachen auch aus Dragonflight hier mit eingefügt. Und hier unten
habe ich jetzt auch mal die ganzen grauen Sachen noch mit in die Liste reingepackt. Heißt, jetzt habe ich wirklich alles drin. Davor hatte ich ja teilweise die grauen Sachen irgendwo unten noch mit rangeklatscht, beziehungsweise die ganzen Sachen jetzt hier aus Dragonflight waren noch nicht drin. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir das gleich dann wieder rausnehmen. Also das ist hier einmal aus dem HC. Das ist auch das letzte HC-Teil, was ich aus dem aktuellen Raid brauche. Ihr seht, ich habe die ganzen Teile aus dem quasi aus dem LFR, NHC und HC, nur die Mythic-Sachen. Gut, aktueller Raid, da kosten die Mythic-Sachen natürlich noch einiges an Gold. Hier in dem anderen Raid-Content im Vault ist anscheinend der Trash wesentlich schlechter gedroppt, also da fehlt tatsächlich noch einiges. Gut, so viel dazu, jetzt schicken wir das gleich mal weiter und dann schauen wir mal, also das schicken wir dem Aristor, das ist mein Plattenschar hier. So, dann bin ich weiter auf Erida gelockt und hier habe ich jetzt was gefunden, was eigentlich nicht in dem Preisrahmen ist, ich mir jetzt aber tatsächlich kaufen werde. Und zwar haben wir hier einen Gürtel, der einmal aus dem Hochfels ist, aus dem Normal. Und ja, das ist das letzte Item, das wir in Hochfels in allen Schwierigkeitsgraden fehlt, deswegen werden wir das jetzt mal mitnehmen. Jetzt gucken wir mal, nicht, dass das jetzt hier ein Anzeigefehler ist. Ne, seht ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meinte, es war im HC. Deswegen habe ich jetzt nochmal geguckt. Es wurde als Normal angezeigt, ist doch das HC-Item, ne? Weil aktuell ist bei mir All the Things ein bisschen kaputt. Die Minilist klappt zwar, aber das Mainframe nicht. Deswegen musste ich jetzt hier nochmal ein bisschen reingucken. Aber das klappt. 60k ist jetzt ein bisschen drüber, tatsächlich. Aber wir kaufen uns das. Dann habe ich die Instanz komplett fertig und dann muss ich da zumindest schon mal nicht mehr hin, weil Trash-Farmen habe ich immer wenig Interesse. Gut, das nehmen wir jetzt mal raus. Dann tragen wir das erstmal aus der Liste aus, beziehungsweise tragen es hier einmal ein, also 60k. Und wo haben wir es? Hier müssten wir es auch direkt irgendwo sehen. Genau, hier seht ihr Heimall HC. Dann können wir eigentlich gleich die beiden hier rausschmeißen. Und dann ist jetzt die nächste Expansion quasi Legion, wo wir auch nur noch zwei Sachen fehlen, ne? Vielleicht finden wir die auch nochmal irgendwo. Genau, jetzt schauen wir mal, was haben wir jetzt? 934.000. Mal gucken, ob wir noch irgendwas finden. Gut, das schicke ich jetzt mal auf irgendeinen Twink, der das auch lernen kann. Kron, der müsste das lernen können. Und dann suchen wir mal noch ein bisschen weiter. So, ich bin jetzt weitergeloggt und zwar bin ich jetzt auf Pozzo dell'Eternità. Das ist ein italienischer Server, den habe ich mir vor Urzeiten mal erstellt, den Char, um dementsprechend hier das Phasing auszunutzen, ne, weil es nicht sonderlich viele italienische Server gibt. Jetzt mache ich was ich sonst normalerweise nicht mache. Ich kaufe mir ein Item, was Stufe 70 benötigt und der Char ist halt hier nur Stufe 60, aber ich werde den wahrscheinlich bald leveln und dann muss ich mir halt merken, dass ich mir diesen Großhelm der gehörenden Raserei nicht irgendwo anders noch kauft. Er sitzt halt hier für 40k drin. Irgendwann will ich den Char halt eh leveln, ziehe ich den halt vor, im Gegensatz zu ein paar anderen Chars, die ich jetzt dann noch auf dem Zettel stehen habe. Und ja, jetzt kaufen wir uns das mal raus. Aufgerundet sind es 40k, die das kostet. Jetzt muss ich das halt im Inventar liegen lassen und dann im Optimalfall, ja, nicht vergessen, ne? Ich werde es wahrscheinlich eh vergessen. Also, wir tragen das jetzt hier noch ein, 40k. Und den schmeiße ich jetzt hier auch raus. War da unten? Was war denn das? War das jetzt NHC oder? Moment, das muss ich mal kurz gucken. Welches WoW ist es? Das hier ist es. So, also aus welchem Schwierigkeitsgrad war das? Das ist aus dem HC. Okay, also dann können wir hier HC rausschmeißen. Weit raus. Okay, dann hätten wir das auch noch. Dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch so finden. Lernen können wir es jetzt halt, wie gesagt, leider nicht. Aber ich werde schon dran denken. Dann bin ich jetzt zu guter Letzt noch weitergeloggt auf Draenor. Und zwar habe ich hier noch ein schickes Item gefunden. Wir gucken einmal ins Auktionshaus rein. Und da habe ich ein Item, zwar das hier. Kriegshäuptlingsskill heißt es. Und ja, ihr seht, das kostet ein bisschen mehr, 250k, was ja eigentlich so ein bisschen über dem Budget liegt, aber das ist relativ interessant, denn das hier ist eins der 10 Items, waren es jetzt glaube ich noch, ne, die ich dementsprechend im Classic-Bereich brauche, die so extrem selten sind. Und normalerweise ist das im mehrere Millionen-Bereich und hier habe ich es mal günstig gefunden, komischerweise,
war es im Oriboss Exchange nicht drin, wahrscheinlich wegen dem Item-Level, ne? Weil hier ist Item-Level 89 und da hat es das gar nicht gefunden. Da waren jetzt, glaube ich, nur ein, zwei andere Teile aufgeführt, die dann jeweils über 1 Million waren. Und ja, ich würde sagen, jetzt kaufen wir 250.000. Damit machen wir auf jeden Fall 1 Million voll und dann habe ich wieder eins von diesen Items quasi weniger. So, das nehmen wir jetzt einmal raus. Also, da haben wir es. Und ich habe mir schon einen Char erstellt. Tela-Leder. Schauen wir mal nicht auf Kazakh, sondern hier auf Draenor. Beziehungsweise, komm, bevor wir das jetzt rüberschicken, tun wir das gleich schon mal einmal zwischenspeichern. Also, es müsste auf jeden Fall mal Char sein. Den habe ich mir vorhin gerade erstellt. Gucken wir mal, welche ist es denn? Der hier müsste sein. So, jetzt schauen wir mal. Haben wir Post? Jawohl, das ist der richtige. Ich muss jetzt nochmal double checken. Also, das ist ein Druid. Und dementsprechend ist das richtige. Mir ist es nämlich letztens wieder passiert, dass ich mit der falschen Klasse ein Item gelernt habe. Und ja. War dann so geärgert, dass ich die Aufnahme gleich wieder gelöscht hatte. Aber ich habe irgendwo 50k für was raus gewastet, weil ich nie aufgepasst habe. Und dann mit der falschen Rüstungsklasse was gelernt habe. Aber das passiert uns nicht. Also, Leder, Druid, sind wir safe. Vor allem bei so einem seltenen Item wäre es schon arg ärgerlich. Gut, dann gucken wir mal, dass wir das noch in die Liste mit eintragen. Oi, was habe ich jetzt gemacht? Nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich irgendwie... Hier waren wir. Ich wollte es reinkopieren. So, 250.000 haben wir gezahlt. Und ja, dann sind wir jetzt soweit für... dieses Video einmal durch. Ich habe jetzt ausgegeben 1.224.000 Gold. Und jetzt würde ich sagen, tragen wir das noch aus. Kriegshäuptlingskilt, da haben wir es. Den löschen wir raus. Und ja, dann sind es jetzt nur noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Items quasi im Classic-Bereich. Also ist wieder eins rausgeflogen. Und ja, damit sind wir durch. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Teil wieder. Euer Tela. Bis dahin, ciao.